Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Weiter geht's mit dem vorletzten Ligarennen aus der Fairplay-Liga am Dienstagabend, komplett ohne Verhelfen. Aktuell 14 Punkte Vorsprung bei noch zwei Rennen. Und ich kann euch verraten, dass Himbertoni leider aufgrund technischen Problemen ja an dieser Lobby nicht teilnehmen konnte. Das heißt, wenn ich 12 Punkte hole, bin ich automatisch Weltmeister. Was natürlich immer so ein bisschen ja, blöde ist am Ende der Saison. Aber ich war natürlich auch ein paar Rennen nicht dabei, also ja, wenn es dann dementsprechend um die fehlenden Punkte geht, ist es immer ärgerlich, wenn technisch irgendwas nicht funktioniert oder wenn man an der Lobby nicht teilnehmen kann. Nichtsdestotrotz, ich muss es natürlich erstmal umsetzen und das ganze Qualifying hatte es geregnet. Ich bin hier auf den Medium-Reifen unterwegs, denn ganz viele waren auf den Softs und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere was anderes, denn hier hinterherfahren, kaum überholen, ist natürlich immer so eine Schwierigkeit und deswegen seht ihr auch schon im Hintergrund meine Qualifying-Runde und an der Zeit rechts unten seht ihr auch, waren noch 3 Minuten 20 auf der Uhr, also relativ früh für eine abtrockende Strecke und das kann ich schon mal vorwegnehmen, es hat sich nicht gelohnt, denn natürlich alle nach mir hatten bessere Streckenbedingungen und werden, also nicht alle, aber ich glaube ein paar, werden wir gleich auch am Endergebnis sehen, aber wir sind auch schon Richtung letzter Sektor, beziehungsweise sind im letzten Sektor, fahren hier noch Bestzeit. Während die ersten Zeiten jetzt natürlich bei trockener Fahrbahn eintreffen. Aktuell bin ich auf Platz 3, das wird natürlich jetzt einen Sprung geben. Dann kommen wir auch dementsprechend in die letzte Kurve. Und mit Bestzeit im Gepäck fahren wir Richtung Linie und fahren auf Platz 2. Denn Hollemolle konnte ich leider nicht schlagen auf seinen Softs-Reifen. Hier sieht man es nochmal. Benny dann dementsprechend mit der Pole, Bojan auf 2, Patrick Race, Holle, und Tombstone sogar auf der 4, also ich nur auf der 6, das heißt, wenn es so ins Ziel gehen würde, bin ich nicht Weltmeister. Und Himbertoni kann es im letzten Rennen in Bahrain dementsprechend noch umreißen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was das Rennen so zu bieten hat. Und wenn wir da zum Start springen, die Ampeln gehen an und Australien beginnt genau jetzt. Die Ampeln gehen aus, alle um mich rum auf den Softsreifen, ich der Einzige auf dem Medium. Oh, guck mal, da links, Holle Molle mit dem Mörderstart, schiebt Tombstone ein bisschen zur Seite, geht erstmal nach vorne. Ich muss hier Shishi weichen lassen und Tombstone kommt ein bisschen außen an Shishi und haut mir den Frontflügel kaputt. Also nicht optimaler Start in dieses Rennen, was natürlich, ja, aus Sicht der WM überhaupt nicht gut war. Benny ist natürlich vorne mit Patrick Grace und so weiter, um die 25 Punkte wegzunehmen, die ich natürlich für einen Sieg bekommen würde und somit die WM fix wäre. Also muss ich vom Podest wegbleiben, wenn Himbertoni dann in Abu Dhabi dementsprechend noch eine Chance haben möchte. Und wir bleiben jetzt auch erstmal die erste Runde drauf. Ihr seht es immer links unten auch an der Platzierung. Wir waren im Endeffekt dann am Ende doch nur 10 Fahrer, was natürlich für meine WM-Hoffnungen, ja, es kann natürlich nicht besser laufen, aber ich muss natürlich mindestens auf Platz 4 ins Ziel kommen und wir haben natürlich nicht nur schwache Fahrer, beziehungsweise das Feld im Mittelfeld ist sehr ausgeglichen, aber mit Benny, Patrick Race da vorne haben wir natürlich auch sehr schnelle Fahrer, auch Bojan, die da locker ums Podium mitkämpfen können. Und ich habe mir hier gedacht, komm, die ganze Zeit hier mit dem Flügel rumfahren, macht keinen großen Sinn. Ich muss das restliche Rennen irgendwie mit der Speed mitgehen. Ich muss meine Speed gehen können und dementsprechend bin ich dann hier in die Box und hole mir einen neuen Flügel und die Softreifen, um dementsprechend später dann nochmal auf Softs bzw. auf Medium zu gehen, gegebenenfalls auf Hard und dann dementsprechend das Feld von hinten aufzupflügen. Klar, die sind jetzt meilenweit weg. Ihr seht es ja links unten auch an der Karte. Aber man muss so ein bisschen das Beste draus machen und das Rennen ist ja noch 28 Runden lang, beziehungsweise 27 Runden. Safety Car kann immer kommen und von daher darf man nie aufgeben, immer weiterfahren. Und aktuell eben dementsprechend Platz 9 und damit wäre ich kein Weltmeister, aber dazu dann später auf jeden Fall mehr. Wir machen einen Sprung in Runde 3, kurz, dass ich zeigen konnte, die Speed ist da. Also ich hatte dann mit frischen Reifen die schnellste Rundenzeit. Eine Runde später geht es auch dementsprechend weiter und da seht ihr auch links unten, dass Patrick Race in der Box ist. Also da schon mal ein Platz gewonnen, wieder schnellste Runde. Also das Auto lag gut, die Speed war da. Im direkten Vergleich zu Benny und so weiter konnte ich natürlich vorne nicht so viel zeigen. Aber wir springen jetzt weiter zu Runde 5. Habe mich so ein bisschen an Tombstone rangearbeitet, der geht dann aber in die Box, nehme ich natürlich gerne. Wieder eine weitere Platzierung.
für uns und damit jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auf Platz 6. Runde 8. Da vorne hat plötzlich Shishi sein Auto weggeschmissen und fährt Richtung Ideallinie. Er wäre zwar geghostet gewesen, aber es war richtig heikel. Also wenn ich hier DNF gegangen wäre, dann wäre alles in Bahrain noch offen gewesen. Aber ich konnte Gott sei Dank ausweichen, beziehungsweise Shishi wurde unsichtbar, wie auch immer. Auf Platz 4 liegen gehe ich dann in die Box und habe mir jetzt einfach sicherheitshalber die harten Reifen geholt. Gar kein großes Risiko. Die Medium habe ich weggelassen, weil ich wusste auch nicht, ob die wirklich bis zum Ende durchhalten. Hart aufgezogen, easy weiterfahren, gar kein Problem. Ihr seht es auch links unten an den Resultat, beziehungsweise ganz rechts unten seht ihr ja direkt die Platzierung. Ich komme auf Platz 7 wieder raus, das heißt, ich muss auf Platz 4 ins Ziel kommen. Wobei, jetzt so im Nachhinein auf Platz 4 sind 26 Punkte, dann könnte ich in Bertoni in Bahrain gewinnen mit schnellster Runde und ist dann so, glaube ich, sogar Weltmeister, weil er Siege mehr hat. Also Platz 3 ist auf jeden Fall das Minimum. Und wir springen in Runde 21 und sehen dann, dass ich an Hollemolle dranfahren konnte. Mit Landy im Gepäck, der mit den frischen Softreifen hier richtig Druck gemacht hat. Aber ich habe auch richtig Druck auf Hollemolle gemacht, greife ihn hier dann außenrum an. Er hat den Fehler vorher in Kurve 1 gemacht und außenrum gehen wir vorbei. Gar kein Problem. Wenn wir dann dementsprechend weiterspringen, war dann auch Landy an mir dran. Und wie gesagt, mit den frischen Softreifen will ich mich da nicht groß wehren. Ich habe mir dann gedacht, ich bleibe mal an ihn dran. Denn die Softreifen nutzen sich natürlich auch am Ende ein bisschen ab. Und ich kann dann vielleicht in den letzten Runden angreifen. So war jetzt einfach mal mein Plan. Habe da in Kurve 1 ein bisschen versucht, noch entgegenzuhalten. Landy auch mit einem kleinen Quersteher, aber alles im Rahmen. Und jetzt bleiben wir dementsprechend die letzten zwei, beziehungsweise die letzte Runde dran. Denn das sind jetzt die letzten zwei Runden des Grand Prix. Und ich möchte natürlich Landy noch knacken. Und war auch dran. Ich wusste nicht ganz genau, ob die Softreifen jetzt wirklich so ein bisschen nachgelassen haben bei ihm. Und ob da vielleicht wirklich die Chance da ist und ob man da wirklich noch angreifen kann, aber ansonsten auf Start und Ziel erstmal keine Möglichkeit rangesaugt und dann natürlich vielleicht am Ende der kurzen zweiten DRS-Geraden, die jetzt folgt, und da sauge ich mich ran, zeige mich natürlich mal, aber eine wirkliche Attacke kann man das nicht nennen, und in den nächsten Kurven heißt es dann natürlich dranbleiben und das Beste versuchen. Und man sieht es auch hinterher, gar kein großes Risiko. Ich zeige mich zwar immer mal wieder und so weiter, aber nichtsdestotrotz, da passiert nicht viel. Und dann kommen wir eben zur kleinen Schikane. Ich bin ganz nah dran, zeige mich immer wieder, aber eine richtige Attacke möchte ich da nicht setzen, denn ich möchte natürlich das Ganze auch nicht wegschmeißen, denn wenn ihr auch auf die Platzierung schaut, bin ich aktuell auf Platz 3 und das ist natürlich das, was ich will. Genau Platz 3 bringt mir den WM-Titel. Und deswegen, ich wollte natürlich auf der Strecke trotzdem vorbei, man sieht es schon, ich fahre jetzt nicht hier irgendwie langsam, sondern ich fahre schon volle Attacke und wollte dann auch an Landy vorbei, der aber sehr gut verteidigt da vorne. Aber nichtsdestotrotz, die Spannung kann ich natürlich jetzt ein bisschen rausnehmen, denn ich schmeiße es nicht mehr in den letzten zwei Kurven raus. Dann kommen wir so langsam auf die Zielgeraden und dann werde ich Weltmeister in dieser Saison in der Fairplay-Liga. Endlich mal wieder hat es funktioniert nach, ich glaube, 3 Jahren. Wo ich jetzt konstant die Punkte geholt habe. Wie gesagt, Hintertun hatte, glaube ich, die meisten Siege. Ich habe mich auch dementsprechend gefreut, wie man kurz gesehen hat. Aber wenn wir jetzt dann nochmal auf das Endergebnis schauen, sieht man auch, Benny natürlich total verdient gewonnen. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Und dann ist Platz 2 trotzdem nach diesem Start und nach diesem, in Anführungszeichen, Extra-Boxen-Stop, wäre noch möglich gewesen. Deswegen Trostpflaster, wie man so schön sagt. Wenn man auch auf der WM-Stand guckt vor dem letzten Rennen, sieht man dann dementsprechend, Hintertoni kann es nicht mehr einholen, der WM-Titel ist safe. Und damit geht es dann auch ins letzte Rennen, und da kann ich euch schon mal vorwegnehmen, das wird ein Cockpit-Rennen, denn wir haben uns aus Spaß gedacht, die WM ist vorbei, lasst uns doch mal aus der Cockpit-Perspektive fahren. Und das seht ihr dann im nächsten und letzten Video aus dieser Saison. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.